Für die Berechnung definiert man die Wirkfläche. Die Größe der Fläche wird direkt angezeigt. Nach der Ermittlung der Fließrichtung wird die Berechnung gestartet. Im Dialog wählt man die Berechnungsvorgaben und erhält sofort die Berechnung. Direkt im Dialog können Änderungen vorgenommen werden. Für die Ausgabe nach VDS steht unter anderem auch Excel zur Verfügung. Die Ergebnisse werden nun in die Zeichnung übertragen.